Okidoki, Mountain Pass heißt dieses Level. Wir kommen... Ah, das ist ja nice. Man hat daran gedacht, entweder kommt man hier, von hier, oder man kommt, wie ich, von Boggy Creek. Haha, cool gemacht. Also, coole Idee vor allem. Jetzt gehen wir zum Mountain Pass. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Das war auf jeden Fall gemein. Ja, ja, ja. Keine Sorge, ich erwische... Au, au, au. Das ist frech. Niemand mehr da? Okay. Was ist denn dies? Danger. I need a key. Aha, heißt das, ich brauche hier den Skelett-Key. Okay, okay. Den Skull-Key, natürlich den Schädelschlüssel. So. Oh Gott, au! Penner. Oh, upsie. Huch. So, was haben wir denn hier noch? Oh je, Zombies. Und das eine Menge. Kriege ich euch alle hierher? Nice. Teleporter. Oh, Cloak of Invisibility. Und das bringt mir hier jetzt absolut rein gar nichts, weil... weil die Gegner sind alle tot oder nicht mehr da und die sind überhaupt keine Gegner und wie frech. Ja, naja. Sie erwischt beide? Ich glaube. Yeah. Und dann fahr wieder zurück. Das ist ja nice. Coole Idee auf jeden Fall. Was ist hier? Ich glaube, ich gehe zuerst da hoch. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh wow, nett. Ist das ein Secret? Irgendwie hat das gar nicht getriggert. Muss ich da irgendwie reinhüpfen noch, dass es triggert oder so? Hm. Ah, lol. Okay, das hier musste ich noch öffnen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe das Ganze. Ja, ja, ja. Ey. Ui. Der kommt mit runter, der Kopf. Ja, hier haben wir sogar Deckung. Wie das aussieht. Oh nee, sag mir nicht, die rät schon wieder Bossspinne. Es war im letzten Level schon eine. Muss hier nochmal eine sein? Ich finde nicht. Lass es nur normale Spinnen sein. Au. Auf Long Range mit einer vollen Flare Gun, das ist halt echt gar nicht mal so schlecht.
Okay, Augenschlüssel brauchen wir hier. Was ist dies? Oje, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Beim Augenschlüssel ist ja eigentlich sogar ganz nett. Aha. Ja, nice. Oh. Lass mich raten, es war keine gute Idee, da reinzugehen. Immer höher. Wunderbar. Dankeschön. Nee. Wir müssen in die andere Richtung. Hier. Oje, oje, oje. Nice. Wir leben. Danger. Ah, wow. Na gut. Ja, ja, ja. Die kleinen Gemeinen. Jetzt müssen wir leider noch mal diesen langsamen Lift ertragen. Aber die HP war es wert. Ich brauche HP. Dieses Spiel ist nicht so einfach. Ich meine, ich kann ja hochspringen. Also alles gut. Ich traue dem Frieden nicht. Oh, cool. Ich hätte dem Frieden trauen können. Null Problem, ey. Ha. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen zum, zum Skull. Dings, zur Skull-Tür. Blub. Die dürfte ja eigentlich nicht allzu weit sein, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Diesmal mal leider keinen Teleporter zurück. Vermutlich. Weiß ich, ob dieser eine Teleporter, der uns zum Augenschlüssel gebracht hat, uns jetzt woanders hinbringen würde, weil er jetzt ins Wasser gestiegen ist. I don't know. I don't... Wieso lebst du? Voll komisch. Ah, hier komme ich gar nicht hoch. Ja, dann muss ich eh nochmal hier hoch und zum Teleporter gehen. Da, danke. Na, super. Ach komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, weißt du was, dann versauer da hinten doch. Dass der es nochmal schafft, hierher zu kommen, ey. I need a key. Das wird nicht so einfach. Aber hier geht's ja noch lang. Cool. Aha. Na? Kriegst es noch hin? Soll ich mal so nett sein und auf dich warten? Nee, ich glaube, so nett werde ich nicht sein. Es tut mir leid. Nee, du bist mir zu ätzend. Oh Gott. Viel Spaß beim Sterben. Upsi. Bisschen zu weit.
Naja. Okay, ein Arztkoffer. Was wird hier drin jetzt abgehen? Ich sehe schon. Aha. I need a key. I need a key. Da brauche ich den Mondschlüssel. I see. Wir sind hier also noch nicht fertig. Danger. Ah, okay. Ja, gut. Dann gucken wir uns dieses sich sehr langsam bewegende Plattforming-Element einfach mal ein bisschen an für so eine Weile, bis es endlich sich dazu entscheidet, zu mir zu kommen. Ja. Wir... Komm schon! Yes! Also. Oh nein! Na gut. Ich hoffe, da hinten ist kein Secret, weil sonst muss ich da wieder hin. Aber es geht eigentlich, wenn man den Sprung macht. Geht es klar. So. Okay, da bin ich gerade rein, da kann ich jetzt rein. Oh nein. Spinnennetze. Immer kritisch. Immer kritisch. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine tolle Idee tatsächlich sogar. Ah, wow, wie bescheuert war das denn? So, ich werde jetzt auf jeden Fall warten. Na, ganz einfach. So, nämlich. Das halte ich von dir, blöde Bossspinne. Warte mal ganz kurz. Ist da unten was? Ach, lol. So, das hier müsste jetzt noch einer sein, wo ich... Jetzt sind wir sogar ganz am Boden, oder? Es wäre jetzt so am Arsch, wenn die Bossspinne jetzt auf einmal wäre und noch leben würde. Okay, zack. Zack. Na gut. Das ist ja goldig. Da kommen sie angerannt. Da kommen sie einfach hierher gerannt. Das seid aber ganz schön viele. Aber ich habe die Tesla-Muni. Also alles in Ordnung. So, das lässt mich auch wieder hoch. Das finde ich super und nett. Ja, ich habe den einen Kultisten schon gesehen. Ja. Ihr Frechen. So. Ihr habt's versucht, aber das könnt ihr vergessen. Das wiederum war gemein. Das muss ich sagen, das war gemein. Damit habe ich nicht gerechnet. A danger. Wow.
Ganz einfach. So, was passiert hier? Danger. Ja, hier ist Exit. Ich komme auch nicht zurück. Deswegen ist gut, dass ich den Safe gemacht habe. Also ich nehme mal schwer an, dass man hier nicht zurückkommt. Dann gucken wir einfach mal, wie wir uns geschlagen haben. Ja, war mir klar. Ich habe nämlich nichts gefunden, also müssen wir nochmal rein. Okidoki, die Secrets. Wir fangen an. Wir sind wieder hier hinter dem Augen, hinter der Augentür. Gehen nochmal hier hin, drücken das. Da kommen wir hier nämlich zu einer Tesla Canon. Was immer nett ist. Die Munine nimmt man immer gerne mit. So, dann gehen wir zurück. Zurück. Leider war gerade dieses Secret relativ abseits nochmal von all den anderen und relativ weit im Level drin. Deswegen ist es ein bisschen ein etwas längerer Weg zurück, aber alles gut. Hier gehen wir hin und öffnen das. Ein Life Leech. Ganz easy, ganz cool. Und dann gehen wir nochmal hier hin und springen hier hoch. Yeah. Und kriegen einen Life Seed. So, dann ganz vorsichtig wieder runter. Und jetzt am besten in keine der Abgründe fallen. Ja, sage ich und habe da mein Momentum verloren. Wäre ich da gesprungen, wäre es gewesen. Eieieiei. Ich und meine große Klappe. Naja, alles gut, aber... So, dann denke ich mal, machen wir hier kurz schon mal den Safe. Und gucken mal. Also, das sieht doch schon viel besser aus. Der einzige Kill, der jetzt noch fehlt, ist dieser eine Geist da, der da irgendwo am Levelrand rumfliegt. Und auf den habe ich echt keine Lust. Also den werde ich nicht killen. Naja. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.